Also eigentlich beim guten Tropfen aus dem Schlosskeller, den wir aus den Klauen des geisterhaften Kellermeisters retten konnten. Von da an haben wir viele Abenteuer erlebt und so manche gemeinsame Schlacht geschlagen. In der Schlacht um Gareth haben wir uns damals aus den Augen verloren. Ich dachte schon, er sei damals gefallen. Aber dann tauchte er hier plötzlich wieder auf und nahm mich als sein Leibwächter bei sich auf. Ja, kann ich noch was fragen? Fragt mein Freund. Gut, komm Thorgrim, lass uns los, sie den Mörder Ardus fangen. Ja, Rache für Ardu, aber sieht mich an. Ein verkaterter Zwerg, der nicht mal einen Schandbart wert ist. Ich kann kaum 3 Schritte in eine gerade Richtung laufen, da werde ich keine große Hilfe sein. Ihr seid der Sohn des Ferolags, als ob euch das ein paar lächerliche Biere kleinkriegen können. Lasst uns gemeinsam den Mörder suchen. Ihr habt recht, lasst uns den Verantwortlichen finden und ihn für seine Untaten büßen lassen. Damit es so gefällt in mir. Vielleicht sollten wir ein paar kleine Pferdocker mitnehmen, nur falls wir unterwegs durstig werden. Vielleicht eher ein paar dunkle Spezial. Lasst uns bloß gehen. Thorgrim, was ist mit denn auf dem Pferd heller für das Bier? Trader, du hinterhältiger Schar, ein dunkles Spezial hast du mir unterschieben lassen. Eigentlich solltest du die Zeche zahlen. Aber was soll's? Schreib deine verfexten 4 Heller an. Ich bezahle sie später. Wir kommen im Silberkrug. Willkommen im Silberkrug. Was kann ich für euch tun? Ja, ich bin hier, um die 4 Heller zu bezahlen, die ihr euch vorgeben noch schuldet. Tja, ein Sohn des Ferolags bezahlt eben seine Schulden. Ah, sehr schön. Hab Dank. Darf es sonst noch etwas sein? Darf ich euch noch etwas fragen? Nichts, hab Dank. Okay. Gut, wir haben Thorgrim. Nun ja, ganz nüchtern scheint er mir noch nicht zu sein, aber immerhin ist er ein schlagkräftiger kleiner Kerl. Er wird mir sicher in der ein oder anderen Situation hilfreich zur Seite stehen, denn Ardu lag ihm anscheinend genauso am Herzen wie mir. Ich versuche mein Bestes. Thorgrim hat eine Einhandaxt und eine Pfeife. Solche Gegenstände packe ich gerne auf die zweite Seite. Ein Zwerg, ein Wort. Okay, dir können wir die Armschienen auch nicht andrehen, aber du kannst sie wenigstens mal tragen. Wie sehen so deine Stats aus? Ich versuche mein Bestes. Meint ihr? Hiebwaffen ist sehr gut eigentlich. Also ja, ich lasse ihn beim Nahkampf. Ja, da sind auch Sachen, die ich noch lernen sollte. Sie kann übrigens auch Schildkampf. Gegenstand kann in dieser Position nicht ausgerüstet werden, ja, ist klar. Ich versuche mein Bestes. Seine Skills wollte ich noch gucken. Meint ihr? Also sein Schmieden ist grottig. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie ich ihn skillen soll. Eigentlich wollte ich gerade bei ihm das Schmieden skillen, weil ich das Fallen entschärfen skille schon bei mir. Ja, können wir ja trotzdem machen, wenn er mehr Skillpunkte hat. Im Augenblick müssen wir eh nichts schmieden. So, das heißt, jetzt geht's nach Fuhrmannsheim. Cladis finden. Und J ist immer noch nicht. Gut. Das heißt, als nächstes Fuhrmannsheim, dort nach Cladis suchen und den Tatort untersuchen.
Ja, Fuhrmannsheim geht's nur da unten. Oh, mit dem Spieß können wir noch reden. Wie kann ich euch helfen? Dürfte ich euch noch etwas fragen? Sicher fragt. Entschuldigt, habt ihr gerade einen Drano erwähnt, der verhaftet worden ist? Was? Hat er euch etwa auch bestohlen? Ich hatte den Burschen eigentlich immer für recht harmlos gehalten, aber mittlerweile... Der Name kam mir nur so merkwürdig bekannt vor. Sitzt ihr denn wirklich im Kerker? Ja, der Bursche hat vor geraumer Zeit einen gut betuchten Händler bestohlen. Bevor wir des Kerls habhaft werden konnten, hatte er Ferdok bereits verlassen. Wir hatten ihn schon fast vergessen, bis er jetzt vor kurzem wieder aufgetaucht ist. Nun sitzt er im Verlies unserer Kaserne am großen Platz in der Grafenstadt. Dürfte ich euch noch etwas fragen? Sicher. Wo habt ihr doch mal gesagt, könnte ich diese Frau, Schladomir finden? Zur Kleine Schladomir kann ich nur sagen, dass sie des Öfteren im Fuhrmannsheim gesehen wurde. Doch seid vorsichtig, wenn man in den Fuhrmannsheim betretet. Mit dem Mangel an Stammwachen ist die Zahl der Verbrechen dort stark angewachsen. Dürfte ich euch noch etwas fragen? Könnt ihr mir noch mal sagen, wo die Mordopfer gefunden wurden? Das erste Opfer, der alte Bettler Eko, wurde im Fuhrmannsheim gefunden. Opfer Nummer 2, Sanokuga, ein bekannter Immann-Spieler, die meisten nur Drachen hatten, lag im Hinterhof der Taverne mit linkes Frettchen. Mein Freund wurde an einem Anliegerplatz im Hafenviertel aufgefunden. Allen dreien wurde das Herz bei lebendigem Leibe entfernt. Dürfte ich noch etwas fragen? Nichts, danke. Okay. Also, Drano sitzt im Knast. Spieß Effing zu Diensten. Böse Zungen behaupten von mir, dass Nahkampf das Einzige ist, womit ich mich auskenne. Sie haben bald herausgefunden, dass sie damit recht hatten. Ah, dann würde ich gerne etwas von euch lernen. Was habt ihr denn so auf Lager? Also hier können wir Kampfsachen lernen. Und vor allem den Schildkampf würde ich dann gerne mal... Aber wisst ihr was, den lerne ich gleich mal. Jetzt habe ich schon mal eine super zweite Parade. Also ja, ich weiß gar nicht, wie wird das verrechnet. Zwar eines Angriffes wird eine defensive Reaktion, die Parade im Kampf einsetzt. Damit versucht der Held, einen gegnerischen Angriff mit seiner eigenen Waffe anzulegen und Schaden zu entgehen. Der Wert ist abhängig von der getragenen Nahkampfwaffe und deren genutzten Waffentalent. Berechnung Paradewert minus 1,5 effektive Behinderungen, also minus 1,5, plus Waffentalent, plus minus Waffenmodifikator. Also ja, Waffenboni, das vordere ist immer Angriff, das hintere ist Paradebonus. Und ja, das hier ist Attacke-Basiswert, was wir jetzt gerade haben. Minus effektive Behinderung, Waffentalent und Waffenmodifikator. Waffentalentwert. Haben wir hier Schwerter 5. Effektive Behinderung ist 1. Deswegen kriegen wir halt minus, kriegen wir nur plus 1 drauf. Naja, egal. Irgendwie wird es errechnet werden. So sehr ins Detail wollen wir jetzt auch nicht gehen damit. Wir wollen jetzt nach Fuhrmannsheim Kledis finden. Achtung, Kinder, hier weht ein anderer Wind. Lasst mal den alten Vorgrim lieber vorgehen. Aufpassen, dass keiner frech wird. Ja, Tatort Elko.
Ich mach das schon. Ich versuche mein Bestes. Das heißt, hier gehen wir bewaffnet durch. Alle mal hergehört. Sammeln Einbeeren ein, wenn wir können. In Ordnung. Wir wimmeln vielleicht ein paar Banditen und nehmen denen noch Rüstung und Rüstteile ab. Oh, ein einfacher Verband, der kommt gleich zu Olana. Ein Betrunkener. Also ja, hier sind gleich schon mal Banditen. Oh, Seife. Ja, ob man es glauben will oder nicht, aber Seife ist auch sehr wichtig. Ja, der Betrunkene biegt ab in nach Richtung Hafen. Wenn wir jedoch weiter wollen, müssen wir durch die Banditen durch. Hey, du. Hier geht's nicht weiter. Wir sind schwer bewaffnet, falls du das nicht siehst. Wieso, was willst du? Boritz sagt, du zahlst ein Silber, wenn du Straße benutzt. So, wer soll dieser Boritz sein? Ich sei ein Boritz. Her mit Silber, sonst Ärger. Du willst Geld von mir? Auf keinen Fall bekommst du auch nur einen Heller. Jungs, gibt Ärger. Nix will zahlen Silber. Ich mach das schon. Ha! Aufgepasst! Wobei. Bei meiner Axt. So mal niederzuwerfen. Und bringt einen auf klare Gedanken. Ja. Und wir kriegen das, was sie bei sich tragen. Sogar Räuberembleme. Gut. Dann gehen wir einmal um den Praios-Platz herum. Gucken, was wir so finden können. Amazone voraus. Auf jeden Fall sehr gut gefüllte Fässer. Gute Entscheidung. Fässer und Kisten. Oh, gegen das Ulmholz sage ich nie nein. Mundblatt. Rostige Nägel und eine Mausefalle. Kamera. Verschlossenes Gittertor. Noch mehr Geld und Heilsalbe. Warum auch immer Geld in Fässern liegt. Schuppmat findet ihr hier. Tretet näher. Frische Fische, erst heute Morgen im großen Fluss gefangen. Günstig und gut ist Strunklers Gut.
Würstelkraut wächst hier. Gute Entscheidung. Wird gemacht. Fische, frische Fische. Oh, hallo. Was darf's denn sein? Ja, sagt ihr vielleicht eine gewisse Gladys? Man erzählte mir, wenn dann würde ich sie hier im Fuhrmannsheim finden können. Gladys, ja, die kenne ich. Wieso sucht ihr denn nach ihr?